Triumphala als Tschaikowskis erstes Klavierkonzert kann ein Werk wohl kaum beginnen. Wir hören zuerst eine wunderbare Streicherkantilene von russischem Schmelz und Mellos. Ja, da, da, dam, ba, da, da. Und der Pianist pflügt dazu mit mächtigen Akkorden einmal über die Klaviatur von unten nach oben und das Ganze nochmal von vorn. Der Pianist braucht dazu natürlich Kraft und er braucht auch Aura. Und beides hat der Solist beim Konzert der Osterfestspiele mit der Philharmonika della Scala zu Genüge. Es ist der russische Pianist Denis Matsuev, der nicht nur wegen seines Gardemaßes von 1,98 Meter einer der größten Pianisten unserer Zeit ist, sondern sicher auch einer der besten. Denn dass er mehr hat als Power, das wird er bei diesem Konzert auch beweisen können, etwa wenn russische Volkslieder intoniert werden oder im zweiten Satz sogar ein französisches Chanson. Die Musik ist eine Kunst, die zu vielerlei imstande ist. Sie kann sogar Dinge Wirklichkeit werden, die gar nicht existieren. Das beweist Ricardo Chailly dann im zweiten Teil des Abends, wenn er einen anderen Greatest Hit aus dem russischen Repertoire aufführt, nämlich Modest Mussorgskis Bilder einer Ausstellung. Dieses Werk entstand 1873 zum Gedenken an Viktor Hartmann, einen früh verstorbenen Maler, der mit Mussorgsky befreundet war und dessen Gemälde in einer Gedenkausstellung gezeigt wurden. Mussorgsky hat die Gelegenheit genutzt und die einzelnen Gemälde, die in St. Petersburg ausgestellt wurden, in kleine musikalische Genreszenen gefasst. Aber das Verrückte ist, er hat auch Bilder vertont, die gar nicht existieren. Zum Beispiel das polnische Ochsengespann Bidlo. Das hören wir bei diesen Bildern einer Ausstellung geradezu plastisch, wie es mit schweren Schritten näher stampft und dann wieder weiterzieht. Nur das Bild dazu, das hat nie existiert. Oder es ist verschollen gegangen. Wahrscheinlich war es aber nicht da und Mussorgsky hat es sich nur ausgedacht. Sie sehen also, Musik ist eine echte Zauberkunst. Und Sie dürfen sich bei uns verhexen lassen.